Oft genug haben wir das Thema schon gehabt, dass es in Standard-Reha-Maßnahmen in Reha-Kliniken nicht so gut läuft. Da werden zum Beispiel die falschen Seminare angeboten. Also jemand mit einer Handverletzung kriegt auf einmal ein Parkinson-Seminar und man stellt sich schon die Frage, was das soll. Ich bin immer nach der Suche nach guten Möglichkeiten, meine Klientinnen und Klienten unterzubekommen. Und es gibt im Bereich der privaten Versicherungswirtschaft Möglichkeiten, auch gute Reha zu gestalten. Es ist nur eine Frage, dass man damit darüber spricht. So hatte ich gestern ein sehr informatives Gespräch mit einem Chefarzt und dem Geschäftsführer einer Reha-Klinik-Gruppe. Und wir besprachen die Möglichkeiten, wie man Unfallopfer gut, ja, sag ich mal, versorgen kann. Interessant war für mich zu hören, dass zum Beispiel neurologische Patientinnen und Patienten von den Krankenkassen nur ca. 150 Euro als Pflegesatz für die Klinik bringen. Jetzt muss man sich mal vorstellen, 150 Euro, da sind mit inbegriffen zum Beispiel die Unterbringung, die Personalkosten, Energiekosten und auch Therapiekosten. Aber wie will man da viel Therapie machen, wenn der Rest schon für Hotellerie letztendlich untergeht? Also für die Kliniken sicherlich eine schwierige Sache. Und was dann auch noch für mich erschreckend ist, dass es gar nicht den Krankenkassen um Teilhabe geht, sondern ich habe gestern gehört, es geht denn halt nur um die medizinische Rehabilitation und zum Beispiel eine wichtige Arbeitstherapie wird von den Krankenkassen schlichtweg abgelehnt, weil sie sagen, dafür sind wir nicht zuständig, sondern der Rentenversicherungsträger. Gut, da stellt sich dann die Frage, ob man vielleicht dann doch mal einen Teilhabeplan macht und dann Hand in Hand arbeitet unter den Sozialversicherungsträgern. Das war's von mir erstmal. Ich wünsche euch eine schöne Zeit und bleibt vor allem gesund. Bis dann. Tschüss.